Guten Morgen aus dem Tal des grünen Grases, was Glenfarclas übersetzt bedeutet. Es gibt Belege dafür, dass hier am Gelände schon vor 1800 Whisky produziert wurde. Das ist also vor der Erfindung der Dampfmaschine oder vor der Erfindung der Batterie. Glenfarclas war seit Anbeginn der Zeit in Familienhand, und zwar in Hand der Familie J. und G. Grant oder Grant. Die Söhne werden übrigens bis zum heutigen Tage alternierend George und John getauft. 1844 erwarben sie dann eine Brennlizenz und treten bis zum heutigen Tage als Familienbetrieb gegen die Diageos, Suntory's und Pernod Ricard's dieser Welt an, was schon bemerkenswert ist. Vor allem, wenn der Whisky im wahrsten Sinne des Wortes in aller Munde ist. Deswegen musste unsere Suche nach dem Geheimnis zur Herstellung von Whisky zwangsläufig hierher führen. Außerdem habe ich gehört, sie beheizen ihre Brennblasen nach wie vor mit Feuer. Das muss einen Grund haben. Und irgendwie haben sie es auch geschafft, den Angel's Share fast auf null zu reduzieren. Fragen über Fragen. Ich hoffe, wir kriegen Antworten. Und Antworten sollten wir erhalten, in mannigfaltiger Manier sogar. Deborah Stewart, Director of International Sales for Glenfarclas, hatte sich den Tag Zeit genommen, um uns herumzuführen. Und wie soll ich sagen, wir beide verstanden uns auf Anhieb. Deborah ist seit ihrem 18. Lebensjahr und damit auch ersten Job in Sachen Whisky unterwegs. Und verfügt damit, abgesehen von ihrem überaus humorvollen und freundlichen Wesen, über ein Whisky-Wissen in einer Breite und Tiefe, das mich schwer beeindruckt hat. Es sollte wieder mal einer der Tage werden, nach denen man das Gefühl hat, etwas Großes besser begreifen zu können. Glenfarclas startete, wie viele der Whisky-Brennereien in Schottland, als Farm. Es hat wohl auch eine Whisky-Brennerei samt Lizenz auf dem Gelände bestanden. Dieser scheint allerdings keine ausgesprochene Wertigkeit zuteil geworden zu sein. Als John Grant sie 1865 samt Gebäuden erwarb und das zugehörige Land pachtete. So machte die Whisky-Brennerei selbst vom Gesamtpreis von 8.616 Pfund und 9 Schillings nur einen fast als homöopathisch zu bewertenden Anteil von 511 Pfund und 19 Schillings aus. Manche der Farmhäuser von damals stehen immer noch, heute allerdings in anderer Funktion. So wie das Warehouse hier, dem wir später noch einen Besuch abstatten. So ganz alternierend war das mit den Georges und Johns dann doch nicht, habe ich erfahren. Es war ganz am Anfang ein John, der alles begann, dann drei Georges und schließlich wieder ein John. Die nächste Generation übrigens wird eine neue Ära bei Glenfarclas einläuten. Denn George, Johns Sohn und Brand Ambassador von Glenfarclas, hat zwei Mädels. Im Moment ist alles eine Baustelle und die Produktion steht, erklärte mir Deborah, während wir am Wasserrad vorbei übers Gelände schlenderten. Das Wasserrad hatte einst, so erfuhren wir, abgesehen von der grundlegend wichtigen Information, dass genug Wasser vorhanden ist, eine weitere wesentliche Funktion. Zu der kommen wir aber später noch. Angetrieben wird es mit Gebirgswasser, das vom Ben Rennes heruntergeschossen kommt. Dieses wurde unter anderem in neue Rohre verlegt, weswegen ein paar alte geplatzt sind, weswegen hier gerade alles stillsteht bzw. gewartet wird. Nächste Woche soll alles wieder langsam in Betrieb gehen. Wir passierten die Anlegestelle für Malz, in der früher die Malzböden untergebracht waren. Heute kommt das fertige Malz per LKW und wird in die sogenannten Malt Hoppers gepumpt. 230 Tonnen reichen dabei für 2 Wochen, wenn die Produktion auf 100% läuft. Aber erstmal bogen wir in den Mill Room ab, wo die erste Überraschung wartete. Die Mühle war weder eine Bobby noch eine Porteus. Es war eine... Bühler aus Uzwil in der Schweiz. Ein Wunderwerk an Technik, das verlässlich wie ein Schweizer Uhrwerk 8 Tonnen pro Stunde zermalt.
So könnte man zumindest mutmaßen. It's a wonderful building. Never has any problems. But genuinely, I've been here 5.5 years. I've seen it working 3 times. Bevor das Malz allerdings überhaupt in der Mühle landet, durchläuft es ein ausgefeiltes Reinigungsprozedere. So wird es etwa im sogenannten Malt Dresser geschleudert und über den Zentrifugaleffekt von Zweigen und Wurzeln befreit. Über ein Förderband mittels 2 starken Magneten von Metallteilchen oder durch den sogenannten De-Stoner von stark THC-haltigen Blüten. Von Steinen natürlich, kleiner Scherz. Die Mashtun, in der das Getreide mehrfach eingeweicht und dann die zuckrige Flüssigkeit durch ein Sieb im Boden abgeläutet wird, ist ein Monster. Vermutlich deswegen dauert dieser Prozess hier auch 12 Stunden lange, was eher ungewöhnlich ist. Die gewonnene zuckrige Flüssigkeit wird dann Worth genannt, im Deutschen Würze. Diese wird, so erklärte Deborah, im Anschluss von 65 Grad auf 19 Grad heruntergekühlt, was Voraussetzung für die Fermentation ist. Das wird mittels Wasserkühlung aus dem bereits erwähnten Bach realisiert. Allerdings erfuhr im Juni 2023 auch die Speyside eine längere Hitzewelle und irgendwann hatte dann das Wasser aus dem Bach auch schon 19 Grad. Und die Meshzeiten verlängerten sich nochmal, und zwar auf bis zu 19 Stunden. Weswegen Glenn Farkless 10 Tage früher in die Sommerpause gegangen war. Der Inhalt einer Mashtun reicht dann zum Befüllen von 2 Washbags, derer hier 12 Stück aus Edelstahl vorrätig sind. Mittels Hefebakterien wird dann das Zuckerwasser vergoren und somit Alkohol gewonnen. Oh ja, yeah, perfekt. So, it's just starting going down. Wow! Das Ganze ist nebenbei bemerkt nicht ganz so trivial. Das Maß aller Dinge ist hier die Hefemenge und die Temperatur. Und nicht nur die in den Washbags. Die Raumtemperatur und auch die Außentemperatur haben hier Einfluss und das Austarieren ist eine Gratwanderung. Im Winter wird die Mash beispielsweise angewärmt, wegen der Konsistenz. Während sie im Sommer, wie gesagt, erstmal gekühlt wird. 72 Stunden lang wird fermentiert, das ist so oberes Mittelfeld. Lafroig zum Beispiel fermentiert nur 55 Stunden lang. Das Ergebnis hier bei Glenfarclas ist ein Bier mit sehr vielen Fruchtnoten. 4 Washmen und 4 Stillsmen umfasst eine Arbeitsschicht. Am Sonntagabend wechseln sie. Die neue Actionkamera, eine DJI Osmo 4 samt Idiotenzepter, kam hier äußerst gelegen, um auch in die entferntesten Winkel hineinzufilmen. Deborah stellte aber auch klar in Aussicht, wie ein Verlust derselben gehandhabt werden würde. Drei Potstillpaare, also insgesamt 6 Brennblasen, finden sich dann im Stillraum von Glenfarclas. Die Wash Still hält geschlagene 26.500 Liter und ist damit die größte in der gesamten Speyside. Die Spirit Still mit über 21.000 Litern ist respektive auch nicht von schlechten Eltern. Die Höhe und Form sind natürlich bestimmend für den Geschmack. Das kugelförmige Zwischenstück, Reflux Ball oder Milton Ball genannt, sorgt zusätzlich durch Verwirbelungen des aufsteigenden Alkoholdampfes für mehr Kupferkontakt, was den Fehlnotenabbau vervielfacht und damit signifikant zum Aromaprofil des entstehenden Rohbrandes beiträgt. Womit sich Glenfarclas allerdings in Sachen Destillation doch massiv von anderen Brennereien unterscheidet, ist, dass sie immer noch auf eine direkte Befeuerung setzen. Üblicherweise setzt man heute auf dampfbetriebene Erhitzung, die es auch schon seit etwa 1880 gibt.
Die meisten Brennereien allerdings stiegen in den 1950ern und 60ern um. Oft auch gleichzeitig mit der Entscheidung, vom eigenen Malzboden auf fertig gekauftes Malz zu setzen. 1981 wurde auch bei Glenfarclas auf Dampf umgebaut. Die Veränderungen im Körper des Whisky sollten den Grunts aber ganz und gar nicht behagen, weswegen alles wieder zurückgebaut und bis zum heutigen Tage so belassen wurde. Seit dem Umbau 2018/19 ist die Befeuerung computerunterstützt. Die Entscheidungen trifft aber immer noch ein Mensch. Damit nichts anbrennt, braucht diese Art der Befeuerung allerdings einen sogenannten Rummager, was uns wieder zum Wasserrad zurückbringt. Denn dessen Aufgabe war es auch, die Kette im Inneren ständig in Bewegung zu halten, die um ein Getriebe herum rotiert. Somit kann nichts anbrennen und gleichzeitig wird auch noch das Kupfer gereinigt. Dieser Rummager ist logischerweise nur in der Wash Still notwendig. In der Spirit Still gibt es dann keine festen Stoffe mehr, die anbrennen könnten. Nur noch Glenfarclas, Glenfiddich und Springbank machen das in Schottland immer noch so. Und auch in Japan ließ Suntory bei Yamazaki und Hakushu eine Direktbefeuerung einbauen. So wurde Whisky eben hunderte Jahre lang gemacht. Natürlich geht die Industrie mit der Zeit und hat automatisiert, Warmtaps gegen Kondenser getauscht und direkte Befeuerung gegen Dampf. Aber jede dieser Stellschrauben verändert den Charakter. Und ich finde, es tut in der Seele wohl, dass es noch eine Industrie gibt, in der gute alte Tradition zählt. Handarbeit und der Mensch. Natürliche Materialien wie Gerste, Wasser, Hefe und Holz und Jahrhunderte alte Rezepte. Found it hilarious that it says Utsville and London next to each other. Durchs Fenster sahen wir noch die Tankstation, wo LKWs direkt aus dem Spirit Receiver mit Rotbrand betankt werden und hin zu diversen Blendern abtransportieren. Dieser Anteil war vor 50 Jahren wohlgemerkt noch mehr als die Hälfte. Das verändert sich aber seither graduell. 2,5 bis 3 Millionen Liter reinen Alkohol produzieren Glenfarclas pro Jahr. Der Rest landet in einem der 38 Dunwich Warehouses hier am Gelände, zu einer meist langjährigen Reifung. Deborah öffnete für uns Warehouse Number 1, das sie als Tourist Warehouse bezeichnete. Wobei sich die anderen jetzt nicht wesentlich unterscheiden, aber die nett dekorierten ersten Reihen fehlen da dann eben. Und hier war noch zusätzlich das alte Zollhäuschen zu sehen, als auch die Gleise der alten Bahn. Während ich diese mit der Kamera festhielt, unterlegte Deborah, ganz der Gastgeberprofi, dieses Ansinnen mit realitätsgetreuen Soundeffekts. Thank you. So kann man halt arbeiten, wenn alle nur ein bisschen mitmachen. Wir waren in der Vergangenheit in einem Haufen an Warehouses gewesen. Vielleicht fiel mir deswegen sofort auf, dass hier kaum Bourbonfässer herumlagen. Was daran liegt, dass Glenfarclas seine Core Range fast ausschließlich mit Oloroso Sherryfässern reift. 60% davon sind First und Second Fill, 40% Third und Fourth Fill für die Profis unter euch. Dabei ist das älteste Fass von 1953 und damit bei unserem Besuch bereits 70 Jahre alt, bei einem aktuellen Alkoholgehalt von 42%. Das liegt logischerweise aber nicht im Touristenfasslager. Fun Fact: Farblich gesehen würde sich der von einem 10-Jährigen kaum unterscheiden.
da die Farbaufnahme in der Tat nach 10 Jahren fast vollständig abgeschlossen ist. Es war ein Augen- und Nasenschmaus hier herinnen. Und Smith und ich konnten nicht aufhören, Bilder zu schießen. Wir müssen insgesamt Stunden hier verbracht haben. Nach dem Filmen habe ich mich noch lange mit Deborah unterhalten, die uns ein paar sehr persönliche und berührende Geschichten nahebrachte, als auch auf fachlicher Ebene keine Antwort schuldig blieb. Wir drei haben sofort geklickt und wir hatten den Eindruck, einen alten Freund an deren neuen Arbeitsstelle zu besuchen. Die sind so unfassbar nett hier. Ich darf mich frei auf dem Gelände bewegen und filmen und machen, was ich gerade Lust habe. Unfassbar. Nachdem wir etwa eine halbe Stunde frei auf dem Gelände herumgestreunert waren, gingen wir zurück ins Visitor Center, wo uns Deborah bereits in Empfang nahm. Und als ob das noch nicht genug an Gastfreundschaft gewesen wäre, bedeutete sie uns, ihr in den Tastingraum zu folgen. Der Tastingraum bei Glenfarclas wird hier intern Schiffsraum genannt. Und fürwahr erschließt sich einem die Bedeutung samt Herleitung des Namens schlagartig beim Betreten. Es ist die originale erste Klasse Raucherlounge aus einem Dampfschiff namens RMS Empress of Australia, die in den 1920ern und 30ern zwischen Nordamerika und Asien verkehrte, um dann 1952 ihre letzte Reise anzutreten. Danach wurde sie ausgemustert und dann ausgeschlachtet. Ich habe mir die Geschichte zu Hause dann durchgelesen, wenn diese Wände erzählen könnten. Aber dann würden sie vermutlich auch vom legendären Christmas Lunch erzählen, das die Familie Grant jedes Jahr für die Angestellten gibt und wovon Deborah uns mit so mancher Anekdote zum Lachen bringen sollte. So, this is 1996. Aber erstmal tauchte sie mit einer Flasche von 1996 auf. Der niederen Fassnummer 852 nach dürfte diese ihren diesjährigen Geburtstag also bereits gehabt haben und war damit 26 Jahre alt, nachdem auf der Flasche vermerkt war, dass sie im April 1996 abgefüllt worden war. Dem Label zufolge waren 582 Flaschen mit einem Alkoholgehalt von 55,4% abgefüllt worden. Geht man von den originalen 63,5% aus, mit denen er ins Fass gefüllt wurde, und dass in einem 500-Liter-Fass 630 Flaschen Platz finden, bedeutet das, es wurden in den 26 Jahren durch den Angels Share etwa 150 Flaschen pro Fass verloren, damit man mal das Verhältnis sieht. Der Verlust wird übrigens relativ linear mit dem Alter immer weniger. Der Whisky stammte aus einem Fourth Fill Cask und war unglaublich. Eiche und Sherry legten sich da sehr mild auf die Zunge. Cheers, Sir. Vanille und Toffee. Thank you so much. Irgendwann fragte mich Deborah dann, was der älteste Whisky sei, den ich je getrunken hatte. Was ich wahrheitsgemäß mit Kalila 1976 beantwortete. Worauf sie verschwand und mit einem 58 Jahre alten Family Reserve zurückkam. 1957 gebrannt und in Fässer gefüllt, 2014 abgefüllt. 8400-Pound Bottle of Whisky. 8400? Yeah. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Deborah lachte und fasste den Tag zusammen. Another tough day at work, you know? Yeah, damn. Those days, had those days. Das Logo von Glenfarclas wurde, sowas will halt ich immer wissen, der Handschrift
von George S. Grant aus den 1950ern nachempfunden. Der wiederum einer der ersten war, der Whisky aus einzelnen Fässern abfüllen ließ, anstatt sie erstmal verblenden zu lassen. So wurde auch die Legende von Glenfarclas 105 begründet. Aber all diese Geschichten hört ihr euch am besten vor Ort bei einer Führung an. Mit dem Geruch in der Nase, der hier überall vorherrscht. Inmitten dieses außergewöhnlichen Familienbetriebes, der es mit den Großen der Welt aufnimmt. Ah! Beautiful! Danke, Schottland. Das war eine unglaublich coole Tour. Haben sich auch alle Zeit der Welt gelassen. Und ich habe den ältesten Whisky meines Lebens getrunken. Danke, Glenfarclas. Ihr wart die coolsten. Es war ein fantastischer Tag gewesen. Wir waren wie Könige behandelt worden und möchten uns ganz besonders bei Deborah bedanken. Thank you so much, that was amazing. Thank you so much. And yeah. So say, any questions, anything else you need? Please subscribe to our channel. Dieser Kanal ist ein reines Spaßprojekt und wir wollen möglichst viele Interessierte damit erreichen. Wenn du jemanden kennst, der daran Freude haben könnte, dann empfiehl uns doch bitte. Für die Hardcore-Fans und Neuankömmlinge, die mal all unsere Videos chronologisch sehen wollen, hier die Playlist Vlogs auf Deutsch. Falls du es noch nicht getan hast, bitte abonniere doch den Kanal. Und klick die kleine Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Das kostet nichts und du hilfst uns sehr damit, besser gefunden zu werden. Danke und Slangy!